Ja, hallo Leute. Nach meinem letzten etwas lustigeren Video kommt jetzt ein traurigeres Thema. Da werdet ihr mich nicht lachen sehen. Ich habe versucht, nachgedacht, wie ich diese Fälle in England aufarbeiten kann, ohne dass ich zensiert werde. Mir fällt nichts ein. Ich werde jetzt die Fakten nennen. Wichtig, wenn ich zensiert werde, achtet bitte darauf, wenn ihr das spiegelt, dass ihr dann dazu sagt, dass das zensiert wurde, das Video, weil das letzte Video wurde dann nicht viral, das eigentlich sehr wichtig war. Also wenn ihr merkt, das wird zensiert, müsst ihr es hochladen mit der Bemerkung, dass es zensiert wurde. Irgendeines dieser Videos muss mal viral werden, weil ihr werdet sehen, wie extraordinär sozusagen oder wie gigantisch die Gefahren sind. Ihr wisst es ja zum Teil schon. Wobei euch das auch nochmal schockieren wird. Aber wir müssen irgendwie andere Menschen erreichen, die halt noch schlafen. Sonst kann man es ja sein lassen. Ach, das ist. Das Magazin ist bald raus, wenn ihr das Video seht, ist gerade in der Mache. So. Also erstmal. Terrormiliz hetzt Einzeltäter auf Kindergärten und Krankenhäuser im Westen. Also jetzt werden speziell Kinder ins Visier genommen. Auch hier, ich habe es auch schon gepostet auf Facebook. Das ist ein Mainstream-Bericht und das wird nicht dazu führen, dass die Menschen die Partei nicht mehr wählen, die Partei nicht mehr wählen, die dafür verantwortlich sind. Ich weiß es auch nicht, wie das sein kann. Versuche ich jetzt vorsichtig auszudrücken hier in diesem Video, damit das nicht gesperrt wird, weil so unfassbar viele wichtige Informationen drin sind. Das will ich nicht vergessen. Ein Bericht bei der AfD gesehen, aber aus meinem Gedächtnis stimmt es auch, damit ihr mal wisst, woher diese 200.000er-Zahl kommt. Es gibt ja diese Studie, über die habe ich auch schon was gemacht, UN Replacement Migration. Und da wurden eben prognostiziert für Deutschland 7 Millionen Migranten, was natürlich viel mehr sein werden. Und daher kommt diese Zahl von 200.000. Die braucht man also, um die Bevölkerung auszutauschen, weil die natürlich auch noch viele Kinder kriegen und so weiter. Wollte ich jetzt bloß nicht vergessen haben, weil mir das gerade jemand zugeschickt hat. Dann hier auch eigentlich themenfremd, aber Regierung will künstliche Eingriffe ins Erdklima regeln. Also jahrelang Verschwörungstheorie, dass sie Geoengineering machen wollen, aber jetzt berichten sie darüber. Natürlich ist es auch hier wieder. Selbst wenn Leute glauben, dass der Mensch da irgendwie Einfluss hat, was natürlich Quatsch ist, spätestens da müsste man doch aufwachen, wenn die da versuchen, jetzt irgendwelche Dinge, künstliche Dinge in der Atmosphäre zu machen, um das Klima zu retten, wo es sowieso seit mehr als 2 Jahrzehnten bald kälter wird. Ja, aber das wissen die Leute nicht. Aber selbst da müsste man doch mal aufwachen. Aber gut, das ist jetzt nicht mein Hauptthema. Bielefelder Experte, Polizisten in NRW sind Gewalttätern nicht mehr gewachsen. Und wieder die typische Reaktion, da bildet einer Privatpolizisten aus und das wollen sie denen schon wieder verbieten. Die sollen alle gleich ausgebildet werden. Und das ist hat keine staatliche Kontrolle, seine Ausbildung. Aber die ist natürlich offensichtlich besser, weil wir wissen, wer das ist, wer da immer aggressiver wird. Und da kann man sich nicht mehr mit Ringelpiez mit anfassen wehren, sondern da müssen andere Trainingsmethoden her. 14.500 Beamte wurden schon in NRW gewalttätig angegriffen. Wir wissen genau, welche Gruppe das überwiegend ist. So, und da muss man natürlich andere Verteidigungstechniken entwickeln. Und da sagen die dann schon, ja, darf man aber auf gar keinen Fall irgendwelche Privaten überlassen. Übrigens, warum in vielen Bereichen Amerikas die Gewaltkriminalität zurückkommt, ist auch in meinem Buch Sicher ohne Staat, ist, weil es inzwischen schon mehr private Sicherheitskräfte gibt als staatliche. Das ist der Grund, warum in vielen Gegenden die Kriminalität zurückgeht, aber die bei uns natürlich wird sowieso so viel gefälscht, aber dass die Kriminalität durch Migranten nach oben geht, habe ich jetzt oft genug bewiesen. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die Rotterdamer Kindervergewaltigungsgang an, die nichts mit dem Islam zu tun hat, naja. Aber diese Sexgang, wie sie hier bezeichnet wird, hat Allahu Akbar geschrien. Und hier sind die asiatischen Männer. Jo, sehr asiatisch.
Dasselbe zu Telford. Also die Männer wurden mit Minibussen hingefahren zu den, ich will gar nicht in die Einzelheiten gehen, ja, zu den Opfern. Ich will euch hier auch nur mal kurz zeigen, ich glaube, es war in dem. Nee, ach so, ich wollte euch diese asiatischen Männer zeigen. Wo sind sie denn? Ach ja, hier sind die asiatischen Männer, also nach deutschen Zeitungen asiatischen Männern, weil sie es absichtlich falsch übersetzen. Also in einigen Zeitungen, jo, asiatische Männer. Es ist eben, Asian ist im Englischen eben der Begriff für Leute aus der Gegend und die natürlich, hier sind die Namen, Muslime sind, ja. Adel Ali, Mubarak Ali und so weiter. Steht hier natürlich nirgends, aber es sind natürlich Muslime. Hier Mubarak Ali und so weiter. Ich hoffe es tatsächlich, das Wort Muslime nicht zu nennen da. Aber es ist völlig klar. So, und das, natürlich heißt es nicht, dass alle Muslime sind, sondern natürlich nur eine Minderheit, aber eine Minderheit, die größer ist als die unter der einheimischen Bevölkerung. So, und der frühere Chef und Untersucher sagt, ja, da wird noch viel mehr rauskommen. Und hier, das ist jetzt der Punkt, eine Anwältin, die damit zu tun hat, sagt, es ist nur die Spitze des Eisbergs. So, und jetzt kommt's. In einem Versuch, das runterzuspielen, hat ein Beamter gesagt, das wird hier sensationalisiert. Ich glaube, Telford ist nicht schlimmer als viele andere Plätze in England und Wales. So, und dann. Aber die Zahlen in Telford, da haben nur, das war eine Stadt von 100, etwa 160.000 Einwohnern. Da gibt es, wenn man das aus der Bevölkerungsstatistik runterrechnet, nur etwa 14.000 Mädchen in dem Alter, also zu, ich glaube, also in dem Alter, wo die vergewaltigt wurden. Das heißt natürlich über einen langen Zeitraum, aber wenn man da von 1.000 Kindern spricht, dann betrifft es ja schon 10% dieser Bevölkerung, natürlich über einen längeren Zeitraum, aber die werden zu der Zeit älter, aber das sind gigantische Zahlen. Und in Telford ist es jetzt rausgekommen, weil da eine Abgeordnete besonders tapfer nachgefragt hat. Laut Tommy Robinson sind in Telford relativ wenige Muslime. Und was das Interessante war, dass der Tommy Robinson, das war bei Alex Jones, schon vor 10 Jahren das gesagt hat. Da wurde er ausgelacht und beschimpft. Vor über 10 Jahren hat er schon gesagt, dass es diese Rape-Gangs gibt. Muslimische Rape-Gangs. Und der wurde dafür ausgegrenzt und so weiter. War auch mehrfach im Gefängnis. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen? Gerade habe ich ein Video gesehen, dass es wegen irgendeinem Einkommens, also wegen irgendeinem Dieb, also Betrugsdelikt, aber wer weiß, ich habe keine Ahnung, ob sie mal was angehängt haben oder nicht, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber der hat es im Fernsehen gesagt, wurde da berichtet und wurde dafür fertig gemacht. Das heißt, das ist schon seit über 10 Jahren eigentlich bekannt. Also Leute wie Tommy Robinson waren da die ganze Zeit schon davor. Das heißt, wenn man sich dann die Zahlen bei uns anschaut, wir wissen ja gar nicht, was bei uns im Moment alles verheimlicht wird. Im Moment wird gerade ein Fall, den wollte ich eigentlich zeigen, aber wo war der jetzt? Ich glaube, in NRW gezeigt, wo man wieder nicht sagt, wer. Und dann zeigen sie ein Bild von einem Typen, der deutsch aussieht. Sonst zeigen sie nie etwas. Und dann zeigen sie ein Bild von einem, der deutsch aussieht, aber sagen nichts über die Nationalität der anderen. Ist es denen also zuzutrauen, dass irgendein Deutscher mit da in dieser Gang war und die dann deswegen nur das Bild komplett unverpixelt von diesem deutsch aussehenden Typen zeigen? Es ist so unglaublich. Zahlenmäßig ist es aber natürlich kein Problem von Deutschen. Wie gesagt, BKA-Zahlen 42 mal mehr an Gruppenvergewaltigungen ist die jetzige Einwanderungsgruppe beteiligt. Habe ich schon oft genug was darüber gemacht. 42 mal mehr. Jetzt kommt aber erst das richtige Erschrecken, ne? Ach, ich habe mir das da drüber gelegt über meinen Schreibtisch, damit ich den nicht immer komplett löschen muss. Lord Pearson hat im Parlament gesagt, das ist ein UKIP-Abgeordneter, aber wie gesagt ein Lord, also schlecht zu diskreditieren.
Wenn man sich die Fälle anschaut, handelt es sich hier, it seems to be, sagt er, wenn man sich auch den Bericht über Rotherham anschaut und den neuesten Fall, dass es sich hier um Millionen von Vergewaltigungen dreht, weil die mehrfach am Tag vergewaltigt wurden. Wie gesagt, die wurden mit Bussen hingekarrt, mit Minibussen, die Täter. Wir reden hier also von Millionen. Hier, ihr müsst immer die Überschriften sehen, dann könnt ihr selber googeln. Ich werde jetzt nicht tausende von Links da immer drunter pinnen. Ist ja nicht so schwer, das nachzurecherchieren. Wir reden hier also von Millionen von Vergewaltigungen. So, und jetzt nochmal, hier die Zahl, damit ich sie auch zeigen kann. Zahl der Messerattacken in Österreich um fast 300% gestiegen seit, zeige ich euch jetzt hier nochmal, weil ich es im anderen Video nicht zeigen konnte. Hier sind die Zahlen, Einwanderungszahlen sprunghaft angestiegen. Hier war Libyen. So, und seit 2007, das war halt nur die Vergleichszahl, aber hier hat sich natürlich nicht viel getan, um 300% gestiegen. So. Und dann haben wir jetzt auch die Zahl aus NRW, immer mehr Messerattacken, 572. Also etwas weniger als in Österreich, aber vergleichbare Zahlen. Nur, dass wir hier nicht die Steigerung haben. Das wird jetzt gefordert, das ab jetzt zu erfassen. Natürlich wieder kein Wort in dem Bericht darum, wer das natürlich mal ist. Und da möchte ich jetzt was ganz Wichtiges erklären. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass es auch jeder versteht. Also, stellt euch eine Bevölkerungsgruppe vor und was weiß ich, unter 80 Millionen Menschen, es ist egal. Gibt es eine Bevölkerungsgruppe, nennen wir die Blauen, das sind keine Hautfarben, es geht nur darum, dass diese Gruppe eine bestimmte Eigenschaft hat. Die blaue Gruppe vergewaltigt gar nicht oder macht gar keine Messerattacken. Dann gibt es eine rote Gruppe, die macht Messerattacken. Wenn jetzt bei der 80 Millionen ungefähr, ist ja egal, 80 Millionen von der blauen Gruppe in einem Land leben und ich hole nochmal 80 Millionen rein, dann steigt die Anzahl der Messerattacken um null, weil sie bisher auch keine Messerattacken begangen hat. Das heißt, wenn ich jetzt lauter eine bestimmte Einwanderergruppe reinhole, also nicht Chinesen, sondern die, die jetzt reinkommen und die Anzahl der Messerattacken steigt um 300%, dann heißt es, dass auch die, die bisher die Messerattacken begangen haben, auch aus dieser Einwanderungsgruppe, aus dieser Gruppe kommen müssen. Weil sonst hätte sie sich ja nicht um 300% steigern können. Ist das verständlich? Weil wenn jetzt lauter Blaue reinkommen, dann steigt sie nicht, sondern sinkt sie sogar im Durchschnitt. Das heißt, es ist völlig klar, dass die Messerattacken, wenn sie jetzt durch diese Einwanderungsgruppe steigen, schon vorher von dieser Einwanderungsgruppe begangen wurden. Zum Großteil. Tatsächlich, wenn man in die Presse dann schaut, gibt es die Taten, wo es nicht gesagt wird, wer es war. Dann gibt es die, wo sie mal einen Deutschen erwischen und das rauf und runter erzählen. Aber fast immer sind die Messerattacken durch Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund ausgeführt, wenn sie es mal berichten. Fast ausschließlich. Und das kann man eben statistisch, das weiß jeder, der ein bisschen Ahnung von Statistik hat. Einer hat mir geschrieben, der behauptet, dass er was mit Statistik zu tun hat und wollte mir sagen, könnte auch inszeniert sein. Lieber Mann, ich habe dir dann nicht mehr geantwortet, ja. Du hast keine Ahnung von Statistik, also auch wenn du da irgendwo arbeitest, wo du was mit Statistik zu tun hast. Das hat auch was mit Gehirn zu tun. Man kann auch in irgendeinem Statistikbüro arbeiten und trotzdem blöd sein. Es ist statistisch so, wie ich es sage. Jetzt wollen sie mich dann wieder wahrscheinlich zensieren, weil ich jetzt ein bisschen lauter geworden bin. Es ist so schrecklich. Bitte, es muss eine YouTube-Alternative geben. So, und jetzt kommt's. Sogar die Tagesschau hat über eine PIW-Studie berichtet, dass laut dem dritten Modell im Jahr 2050 könnten 17,5 Millionen Muslime in Deutschland leben, beim Bevölkerungsanteil von 19,7%, der jetzt laut PIW bei, da gibt es verschiedene Zahlen, 5 Millionen wäre. So, jetzt sagen die natürlich, ja, das ist das dritte, das ist das Horrorszenario, aber wir wissen ja, dass das das Realistischste ist, weil da geht die Kalkulation davon aus, dass die Zusammensetzung der Flüchtlinge unverändert bleibt. Ja, wir wissen aber, dass es nicht unverändert bleibt, sondern weil gerade beschlossen wurde,
der Familiennachzug. Und da kommen ja 7 bis 8 pro Familie. Das heißt, das ist noch ein konservatives Modell. So, und das heißt, wenn sich die Anzahl der Muslime vervierfacht, dass sich dann auch die Anzahl der Problemfälle, die es mit diesem Bevölkerungsteil gibt, vervierfacht. So, die Messerattacken sind jetzt nicht nur auf Muslime zurückzuführen, aber die meisten Einwanderer kommen nun mal aus muslimischen Ländern. So, und wenn sich die jetzt schon vervierfacht haben und das sich dann nochmal vervierfacht, dann sind wir bei einer Versechzehnfachung. Und das gilt für Vergewaltigungen und Messerstechereien, also eine Versechzehnfachung von gegenüber der Zahl, bevor die Einwanderung begonnen hat. Also gegenüber dem, wie Deutschland mal einmal war. Wir reden hier also von einer Verzehnfachung von Vergewaltigungen, wir reden von einer Verzehnfachung von Messerattacken. Nochmal, nur ein geringer Teil der Muslime macht das, aber der Anteil unter Muslimen, weil die meisten kommen aus muslimischen Ländern, ist eben viel, viel größer als unter Deutschen oder schon hier Lebenden. Es geht nicht darum, alle Muslime zu verunglimpfen, sondern aufgrund verschiedener Faktoren ist in dieser Gruppe, kommt auch an, aus welchen Ländern die kommen, der Anteil der Vergewaltiger eben viel, viel höher und der wird sich dann noch mindestens verzehnfachen, wenn die Einwanderung auch nur so weitergeht wie jetzt. Das war die Annahme von PEW Research, dass es so weitergeht wie jetzt. Aber wenn man den Familiennachzug nimmt, wird es sicher beschleunigen. Hier etwa von auch weiterhin so viele Flüchtlinge kommen wie in den Jahren 2014 bis 2016. Ja, aber es kommen mehr durch den Familiennachzug. Das heißt, das ist das konservative Modell. Das heißt, aus Deutschland und aus Europa wird die Hölle auf Erden. Genauso wie diese Länder halt ausschauen, aus denen sie kommen. So, und was passiert gleichzeitig? Da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Die Antifa arbeitet mit ISIS zusammen. Das wurde berichtet in Daily Mail. Und dass das aufgrund von FBI-Recherchen beruht. Und es geistern im Netz auch, habe ich selber gesehen, Aufrufe, Demonstrationen zu stören gegen die Einwanderung auf Arabisch. Das heißt, die beiden Terrorgruppen arbeiten zusammen. Das ist natürlich ganz explosiv und der Staat tut nichts dagegen. Das ist mein letztes Bild. Sprengstofffunde in der Antifa-Szene. In Thüringen, natürlich rot geführt, wurden mehr als 100 Kilo Chemikalien im Antifa-Umfeld sichergestellt. Und das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen erst sehr spät übernommen, offenbar aufgrund politischen Drucks. Das heißt, wir haben hier einen Mittäter. Ganz eindeutig. Die Linke und die islamistische Szene arbeiten Hand in Hand an der Zerstörung Deutschlands. Das kann man nicht anders sagen und es ist verdammt nochmal Meinungsfreiheit. Ich möchte nochmal, weil das so ein wichtiges Video ist, an die Zensoren, bitte, wer immer das sieht, du musst doch einen Funken Menschlichkeit noch haben, einen Funken Humanität. Jeder Mensch hat das normalerweise, außer Psychopathen, ein Funken Menschlichkeit in dir haben. Wenn du dieses wichtige Video zensierst mit diesen wichtigen Fakten, machst du dich mitschuldig an den Vergewaltigungen und Tötungen von Kindern. Von Kindern. Du machst dich mitschuldig an der Vergewaltigung von Kindern. Begreifst du das? Es muss irgendwo in dir muss ein Funken Menschlichkeit sein. Irgendwo muss ein Funken Menschlichkeit in dir sein. Indem du solche Informationen indem du es verhinderst, dass sich solche Informationen verbreiten und viral werden. Darum geht es ja, wenn auch mein Video nur gefleckt wird. Es geht ja darum, dass die Information nicht viral wird. Dann sorgst du dafür, dass die Bevölkerung nicht gewarnt wird, dass Kinder nicht gewarnt werden, dass Eltern nicht gewarnt werden, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen vorsichtiger zu sein. Du machst dich mitschuldig an jeder einzelnen Vergewaltigung. Begreifst du das, lieber Zensor? Begreifst du das? Du bist mitschuldig. Nicht im übertragenen Sinne, du bist direkt mitschuldig.
Lass solche Informationen an die Bevölkerung ran. Du musst doch einen Funken Menschlichkeit besitzen. Auch wenn du in der Zensurabteilung sitzt. Einen Funken Menschlichkeit. Jeder normale Mensch hat Empathie, einen Funken Menschlichkeit in sich. Jeder normale Mensch.